So Leute, ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Star Wars Knights of the Old Republic. Ich bin es, euer Simafex, und wir reden jetzt gleich nochmal mit der Furban. Wir sind immer noch in der Sith Akademie und versuchen hier Prestige zu erreichen. Davor reden wir aber nochmal mit ihm, weil wir müssen diesen Plan nochmal verstecken. Ich habe diesen Dialog nochmal kurz mir angeschaut und da kommt noch was einiges Sinnvolles, wenn man hier den gescheit macht und nicht so wie ich. Schauen wir einfach mal, ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Was wollt ihr? Ich möchte das hinter mich bringen. Was? Was ist geschehen? An unserem Plan hat sich doch nichts geändert, hoffe ich. Ah, sehr geschickt von ihm. Normalerweise würdet ihr in dem Grabmal gegen einen der anderen Studenten antreten, meist gegen einen, der es nicht schaffen wird. Offenbar hat Uther beschlossen, sich meiner zu entledigen. Aber warum? Habt ihr etwas zu ihm gesagt? Das glaube ich nicht. Ihr versucht, uns gegeneinander auszuspielen, aber ich kann das respektieren. Doch seid ihr euch bewusst, was für ein gefährliches Spiel ihr hier treibt? Wenn ihr tatsächlich meint, dass euch Uther dafür dankbar sein wird, mich zu verraten, solltet ihr nochmals darüber nachdenken. Eure einzige Chance liegt bei mir. Im Endeffekt wird es besser funktionieren, wenn nur wir zwei mit ihm im Grabmal sind. Wir müssen uns nur weigern, gegeneinander zu kämpfen. Gibt es sonst noch etwas, das ich wissen sollte? Gut, ich werde mich aber nicht auf meinen Lorbeeren ausruhen. Hier, diese Zugangskarte ermöglicht es euch, Uthas Unterkunft zu betreten. Sie liegt am Ende der Gänge bei den anderen Unterkünften. Nehmt dieses Gerät und platziert es in seinem Bett. Niemand darf euch dabei beobachten. Uther wird dann zu schwach sein, um gegen uns zu bestehen. Wagt es nicht, mich zu enttäuschen. Wir zwei stecken schon viel zu tief drin, um noch einen Rückzieher zu machen. Eigentlich haben wir bis jetzt noch nichts getan, außer darüber geredet, aber mal. So, das passiert, wenn man hier die Dialoge nochmal gescheit macht. So, dann müssen wir jetzt hier, wir waren da schon mal, machen wir jetzt hier ganz entspannt auf und vergiften ihn hier. So, was machen wir da Schönes? Bett. Eine Kiste. Das hat niemand gesehen. Ich bin nur ein cooler Jedi. Sith natürlich, der hier. Oh, eine Sith-Maske. Und eine Robe eines Jedi-Meisters. Aha, hast du ein kleines, hier, ein Geheimnis. Das Gerät, es würde metallhaften und wäre praktisch nicht zu sehen. Gerät platziert. So, man kriegt das Gerät davon so weit, so gut. Okay, Leute. Es läuft so geil. Die beiden vergiften sich jetzt gegenseitig. Am besten Fall kippen dann einfach beide um, wenn wir da sind. So, aber so wie es aussieht, müssen wir jetzt doch noch Prestige erreichen. Ich dachte, wenn wir hier diese schöne Aufgabe erfüllt haben, können wir automatisch hier direkt weitermachen, aber so leicht ist es doch nicht. Naja, Leute, beide sind gegenseitig vergiftet. Das Optimum. So oder so wird es uns leichter machen. Ich sage, am besten versterben beide gleichzeitig. Oder im Schlussfall merken beide, dass wir sie vergiften wollten und gegeneinander ausspielen wollten und kämpfen dann beide gegen uns. Das hört sich gar nicht gut an. Versuchen wir es nochmal hier mit diesem schönen Verhör. Da haben wir beim letzten Mal viel zu früh aufgegeben. So, was haben wir denn hier? Das wollte ich gerade aktivieren. Flüstern, ah! Gepuna! Gabadumpa, Kupalea, Mukabata! Gioka, Kutumpa, Kupalea! Gepuna! Gepuna! Kavadumpaku, Paliamu! Gepuna! Der nervt mich voll. Ich würde ihm ja sogar helfen, aber ich kann hier nur dieses Foltergerät benutzen. Sich abwenden. Wie machen wir das am blödesten? Ich denke, wir müssen es mit dem Serum hier wieder machen, weil anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Was könnte man denn sonst noch machen? Hier gibt es ja nichts. Mach du bitte. Du bist zu nervig, Mann. Sag mal, was machst du da?
Flüstern. Macht über den. Nein? Nein. Boah, ich will. Ja, ich weiß, dass wir dann wieder verdammt viele dunkle Punkte bekommen, Mann. Das ist doch alles dumm. Julie, reden wir mit dir. Du hast doch was auf dem Herzen, oder? Wie kann es möglich sein, dass ihr Rivan seid? Der Jedi, dessen Truppen mich auf Taras gerettet haben. Es war Rivan. Rivan führte eine Armee an, um die Mandalorianer zu besiegen. Ihr wart das. Ich wusste, dass etwas nicht stimmt, als ich hörte, ihr wärt zum dunklen Lord der Sith geworden. Der Mann, der mich gerettet hat, hätte niemals der dunklen Seite völlig erliegen können. Es ist gut zu wissen, dass ihr euch wahrlich geändert habt. Das gibt mir Hoffnung. Ich glaube nicht mehr, dass ich der dunklen Seite verfallen könnte. Ich muss nur euch anschauen, eurem Beispiel folgen, und ich bin sicher, dass ich nicht scheitern kann. Ich danke, dass ihr Vertrauen in mich setzt. Ich wünschte nur, ich hätte auch eure Tapferkeit. Ich werde nie vergessen, was ihr für mich getan habt. Auch wenn ihr euch selbst einmal nicht mehr daran erinnert. Wie kann ich euch beistehen, Padawan? Worüber wollt ihr mit mir sprechen? Nun, ich erwähnte zuvor, dass meine Eltern nach Taras flohen. Vielleicht sollte ich euch mehr darüber erzählen. In den frühen Tagen der Mandalorianischen Kriege gab es zahlreiche Schlachten in der Nähe der Welten des Outer Rim. Ja, genau. Kether lag auch dort. Meine Leute hatten einen Ruf als Krieger. Das lockte natürlich die Mandalorianer mit ihrer verdrehten Vorstellung von Ehre an. Sie waren der Ansicht, sie könnten ihre Fähigkeiten als Krieger an unseren messen. Sie taten es, indem sie unsere Welt bombardierten und mein Volk abschlachteten, während wir schliefen oder vor Panik rannten. Sie schossen aus dem Weltraum herab und feuerten auf alles, was sich bewegte. Sie setzten ihre Schiffe ein, um alle Orbitalstationen zu zerstören und die Oberfläche zu bombardieren. Wir wehrten uns. Trotz ihres brutalen Angriffs konnten wir einige Zeit Widerstand leisten. Doch letztlich waren wir dem Untergang geweiht. Wir gehörten nicht zur Republik. Kether lag jenseits der Grenzen der Republik im Outer Rim. Und außerdem wusste ja niemand von dem Angriff. Unsere interstellaren Kommunikationsplattformen waren die ersten Installationen, die von den Mandalorianern zerstört wurden. Gleichzeitig wurde die Kurzstreckenkommunikation von ihnen gestört. Wir waren also auf uns allein gestellt. Wir wussten, was uns bevorstand. Wir hatten im ersten Krieg gegen Exar Kun und die Sith gegen die Mandalorianer gekämpft. Wir wussten, es würde keine Gnade für uns geben. Das Einzige, was zu tun blieb, war ein paar Leute in die verbliebenen Schiffe zu stecken und sie in die Weiten des Weltraums hinauszuschicken. Die wenigsten von uns haben es geschafft. Ich war noch ein Baby, als meine Eltern flohen. Wir hatten unwahrscheinliches Glück zu überleben. Meine Eltern flohen so weit weg, wie es ihnen möglich war, und ließen sich auf Taris nieder. Ich denke, sie konnten nicht weiter fliehen. Doch Taris war keine gute Wahl. Die Welt wurde von Menschen beherrscht, die allen anderen Völkern gegenüber intolerant sind. Dadurch wurde das tägliche Leben zur Hölle. Mein Vater begann Drogen zu nehmen. Er verbrachte den Großteil seiner Zeit in Bars und Spelunken. Doch wir sind Krieger. Es liegt uns im Blut. Wenn er aufgeputscht war, wurde er tollkühn und ließ zu, dass seine kriegerischen Instinkte die Oberhand gewannen. Er berauschte sich also und kämpfte. Eines Tages verlor er und starb. Er wurde von einem Mann abgeschlachtet, der ihn zu einem Kampf provoziert hatte und ihn wie ein Tier abmetzelte. Es tut mir leid, aber momentan kann ich nicht weiter darüber sprechen. Okay. Dann leicht das uns erstmal. Und warte mal, bevor wir das hier nochmal mit dem Ding hier nochmal spielen. Wir sind gerade auf eigentlich einem guten Weg zur hellen Phase und das ist mir scheißegal, Mann. Du sollst doch sterben, Mann. Niedrige Dosis. Mein Wille gehört mir. Komm, ich will dir helfen, Mann. Es klappt nicht bei den Menschen. Du machst mich so fertig, hohe Dosis. Beherrsche meinen Geist doch. Nein. Mach dich über den. Da! So, du wolltest es so. Ja, dunkle Seite, Punkt. Ah, das habe ich gehört. Ausgezeichnete Arbeit. Danke für deine Hilfe.
würde dich ja gerne belohnen, aber ich will, dass alle glauben, ich hätte die Informationen aus ihm rausgepresst. Natürlich nicht. Ich bin hier der Folterknecht. Ich erzähl doch nicht herum, dass ein Grünschnabel wie du besser ist als ich. Du hattest deinen Spaß, oder? Also verschwinde, bevor ich ungemütlich werde. Ach, aber man muss am Leben sein, um Master Uther das Versteck des Waffenlagers zu verraten. Findest du nicht auch? Du wirst dich doch nicht etwa mit einem wahren Sith anlegen. Oder willst du gegen mich kämpfen? Ha! Dann lass deiner Wut freien Lauf. Möge der Bessere siegen. Krieg ich dafür nicht nochmal... Ja, dafür bekomme ich nochmal schöne dunkle Punkte, gell? Es geht schon. Ja, weißt du, ich riskiere dunkle Punkte dafür. Nur damit ich hier, weiterkomme. Und dann soll ich mich hier noch von dir verarschen lassen. Also Leute, es reicht schon mal, es reicht schon mal. Sie schreit für den Orden. Und da denken, und da wundern sich die Leute, warum wir unsere Identität bald hier bekannt wurde. So. Denkst du, ich habe Angst vor dir? Weißt du, ich hab mit Malek die Schwerter gekreuzt. Ich bin verkackt nochmal. Darf! Revan! Das hättest du dir vorher mal überlegen sollen. Also Leute, in dieser Sith-Akademie gibt es wirklich brutale Angelegenheiten. Ganz ehrlich, Leute, wir töten hier schon zum zweiten Mal Menschen. Okay, und der ist auch weg. Ich hätte ihn halt jetzt befreit, aber... Ach, der will doch nicht. Ist mir doch wurscht, Mann. Wenn er nicht will, ist es auch sein Problem, Mann. Wenn er nicht will, ist es auch sein Problem. Verdammter Mandalorianer. Ganz ehrlich, mochte ich ihn noch nie. Außer Kateros vielleicht. Vergiss unsere Abmachung nicht. Wir werden just... Wirklich? Sehr interessant. Und wo mag das sein? Welche Ironie. Ich habe sein Schiff kürzlich ausschlachten lassen. Ich dachte, man hätte es eingehend untersucht. Offenbar doch nicht. Aber es war richtig von dir, mir diese Information zu bringen, die andere nicht finden konnten. Ich bin beeindruckt. Geh jetzt. Du bist gut, aber ich kann dich noch nicht zum Sieger erklären. Und nun lass mich bitte weiterarbeiten. Oh, es ist so einfach, wie ich sagte. Vollbringe große Taten oder suche Yusera und frage sie. Sehr. Warte mal, ich versuche nochmal ganz kurz hier den Codex der Sith aufzusagen. Es gibt nur Frieden, es gibt nur, wie war das nochmal? Es gibt nur Leidenschaft, es gibt nur Stärke. Kraft. Verleiht mir Macht. Verleiht mir Sieg. Zerberst meine Ketten. Also, richtig? Oder Leidenschaft nährt unsere Macht. Leidenschaft nährt unsere Macht. Ja. Gut. Ich werde dich nicht mehr prüfen. Du kennst den Kodex. Ich bin beeindruckt. Geh jetzt. Du bist gut, aber ich kann dich noch nicht zum Sieger erklären. Lass mich bitte weiterarbeiten. Du hast ein beträchtliches Ansehen erworben. Du bist dem Ziel sehr nahe. Zweifle jetzt nicht. Oh, reicht es immer noch nicht. Jetzt habe ich nochmal diesen verdammten Codex aufgesagt. Komm schon. Ich dachte, vielleicht, wenn ich den nochmal anrede, sagt mir jetzt, hey, hat doch alles gepasst. Ja, dann muss ich ja noch mehr böse Sachen machen. Das finde ich gar nicht schön. Haben wir immer noch nicht genügend Prestige, Mann. Was müssen wir denn jetzt nochmal? Ja, dann müssen wir doch hier diese eine Studentin irgendwie dazu bringen, hier auszusteigen. Tut mir leid, Lesho. Ich kenne euch von der Kolonie. Ihr seid ganz in Ordnung, aber ihr werdet nicht vor mir das Recht zur Ausbildung bekommen. Na, habt ihr das auch schon herausgefunden? Und wie es der Zufall will, weiß ich einen todsicheren Weg, wie ich in unserem kleinen Wettbewerb an euch vorbeiziehen kann. Ihr habt nicht die geringste Chance. Kannst du mir erklären, was das soll? Vergesst es. So leicht lasse ich mich nicht austricksen. Und jetzt macht, dass ihr weiterkommt. Ich kenne euch von der Kolonie.
Na. Ich habe ein Artefakt gefunden, das Uther mehr beeindrucken wird als alles andere, was ihr so anschleppen könnt. Ich werde gewinnen. Ich habe es noch nicht, aber ich bekomme es, wenn ich gut und bereit bin. Als ob ich euch das auf die Nase binden würde, damit ihr es mir stehlen könnt, ja? Und wenn es so wäre, ich werde es bekommen, auf jeden Fall. Nur aus dem Kampf erwächst das Gute. Das ist das alte Sith-Motto. Mehr oder weniger. Na, wenn ihr meint, ich freue mich schon auf euer dummes Gesicht, wenn ich gewinne. Das klappt auch nicht. Ach Leute, was können wir denn sonst noch machen? Wir hatten ja sonst nichts mehr. Wir könnten die armen Gefangenen hier noch quälen, aber das will ich nicht. Und ansonsten? Wir müssen zum Tal. Ansonsten ist das Einzige, was mir noch einfällt, dass wir hier doch jetzt mal nach Artefakten sind. Da müssen wir doch hier wieder raus. Dann würde ich sagen, machen wir das jetzt einfach mal, weil viel bleibt uns ja nicht mehr übrig. Wir haben jetzt hier den einen Mandalorianer gefoltert. Das war sehr schön. Dann, ja, das war's eigentlich schon. Das war's ja im Endeffekt schon. Ich dachte halt, mit diesen Giftmachenschaften kommen wir einfach durch, aber nee. Und ich will auch nicht die Amelas-Show betrügen. Mein Gott, wenn sie meint, dass sie irgendwas Cooles vorhat, dann lassen wir sie halt. Wir suchen jetzt einfach mal so ein Drecksartefakt. Wir werden hier schon irgendwann finden. Ganz ehrlich, so schwer kann es doch gar nicht sein. Und dann, ja, dann hoffentlich reicht es. So, gut Leute, dann würde ich sagen, beenden wir auch den Part an dieser Stelle. Ich würde sagen, beim nächsten Mal geht's dann weiter. Wir versuchen dann, wie gesagt, hier so ein cooles Artefakt zu finden. Ich hoffe, wir werden noch eins finden. Ah, hier geht's zu der Schildkröle. Da gehen wir vielleicht noch nicht rein. Oder? Gehen wir da rein? Schauen wir nochmal kurz hier, weil das sieht mir sehr artefaktmäßig aus. Übrigens, der Himmel sieht hier sehr schön aus. Aber ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt beim nächsten Mal an, denn beim nächsten Mal geht's jetzt weiter mit Star Wars Knights of the Old Republic. Bis dahin, haut rein, euer MTMFX. Ciao.